Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ganz viele von euch fragen mich immer, hey, wie schaffst du es, dass du immer so motiviert bist? Wie schaffst du es, dass du dich so für die Uni und für den Sport motivieren kannst? Wie schaffst du es, dass du da immer Bock drauf hast? Also erstmal, ich habe auch nicht immer Bock auf Uni und auch nicht mal Bock auf Sport, aber ich habe mir über die vergangenen Jahre so ein paar Tricks und Habits angeeignet, wie ich mich dann eben doch überwinden kann, die eine oder andere Sache zu machen, zu der ich dann doch erstmal keine Lust hatte. Wir fangen mal an mit dem ersten Tipp, den ich eigentlich schon öfter, glaube ich, hier auf dem Kanal gepredigt habe, und zwar einfach erstmal anfangen. Ihr kennt vielleicht noch diesen Spruch von euren Großeltern, so der Hunger kommt beim Essen, also wenn ihr vielleicht gar keinen Hunger hattet, aber die euch doch was zu essen andrehen wollten und dann habt ihr doch wirklich Hunger bzw. in dem Moment Appetit bekommen. So ähnlich funktioniert das auch bei Sport oder bei Lernen oder bei Hausaufgaben machen, also Tätigkeiten, die ihr eigentlich nicht unbedingt machen wolltet. Vielleicht ist euch das ja selber schon mal aufgefallen, dass ihr eine Tätigkeit angefangen habt, die ihr die ganze Zeit vor euch hergeschoben habt und dann gemerkt habt, oh Mensch, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Das Problem ist nämlich, dass wir oft Aufgaben, die uns jetzt nicht so gut gefallen oder vielleicht auch nicht so leicht fallen, in unserem Kopf noch viel schlimmer reden, als sie eigentlich sind. Und wenn man dann erstmal damit angefangen hat und merkt, dass sie gar nicht so schlimm sind, dann fällt es einem natürlich viel leichter, die Aufgabe vorzuführen und zu beenden. Was ich euch auch raten kann, ist, dass ihr in eurem Kopf euch vornehmt, nur für 5 Minuten an der Aufgabe zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Aufgabe habt, hier müsst die und die Vorlesung nachbereiten, dann sagt ihr euch erstmal, okay, ich mache das jetzt nur für 5 Minuten, und damit überlistet ihr quasi euer Gehirn, eben erstmal anzufangen, weil das Gehirn denkt, ja, komm, 5 Minuten, das kriegen wir hin, und dann werdet ihr merken, Mensch, so schlimm ist es ja gar nicht, und dann in den meisten Fällen einfach weitermachen. Tipp Nummer 2, teile deine großen Aufgaben und großen Ziele in ganz viele kleine Teilziele oder Teilaufgaben ein, die in, sage ich mal, maximal 30 Minuten bis eine Stunde erreichbar sind. Es ist natürlich unglaublich demotivierend, wenn man einfach irgendwie schon seit Ewigkeiten an einer Sache arbeitet, aber einfach immer noch nicht fertig wird mit der Sache. Und ich finde es immer total, ja, befriedigend bzw. motivierend, auch eine To-Do-Liste abzuhaken. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich einfach meine großen Aufgaben in ganz viele kleine Steps einteile, die an sich wirklich nicht lange dauern, einfach damit ich mehr abhaken kann und damit ich auch sehe, dass ich vorwärts komme. Weil oft ist es ja so, dass man demotiviert wird, weil man denkt, boah, irgendwie geht es gar nicht vorwärts, irgendwie komme ich ja nicht weiter an der Arbeit, obwohl man natürlich die ganze Zeit Fortschritte macht und das nur einfach gar nicht merkt. Mein dritter Tipp bezieht sich auf Prioritätenmanagement. Da gibt es ja 2 verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Die erste, die ist irgendwie in aller Munde gerade, die höre ich sehr, sehr viel auf Social Media, und zwar dieses Eat the Frog First. Das bedeutet, dass man eben die schwierigste und umfangreichste Aufgabe gleich früh am Morgen oder allgemein gleich als erstes machen sollte und sich die kleinen Aufgaben danach eben legen sollte. Für mich persönlich und sicherlich auch für ganz viele Leute von euch funktioniert das aber überhaupt nicht, weil ich erstens so, sag ich mal, früher morgen nicht solche großen Aufgaben machen kann. Also da muss mein Gehirn erstmal so ein bisschen in Schwung kommen, bevor ich mich dann eben wirklich vollkommen konzentrieren kann. Und außerdem finde ich es ziemlich schwierig, eine große und umfangreiche Aufgabe, die vor allem auch viel Zeit kostet, am Morgen zu machen, wenn man weiß, dass man irgendwie am Rest des Tages noch 5 andere Aufgaben zu tun hat, auch wenn die anderen Aufgaben kleiner sind. Ich drehe also für mich dieses Prinzip einmal um und mache das so, dass ich morgens die ganzen kleinen Aufgaben mache, die jetzt nicht so viel Zeit erfordern, aber auch nicht so viel Konzentration, sodass ich auch einfach am Anfang des Tages so ein paar Erfolgserlebnisse habe, also dass ich einfach schon so ein paar Dinge abgehakt habe, und die größte Aufgabe schiebe ich mir dann meistens bis ans Ende meiner To-Do-Liste. Und das klingt jetzt zwar erstmal wie Prokrastination, aber was das für mich macht, ist, dass ich mir dann denke, wow, du hast jetzt schon alle Aufgaben abgehakt und jetzt hast du nur noch die eine Aufgabe, auf die du dich vollkommen konzentrieren kannst, und dann habe ich nicht noch die ganzen anderen kleinen Aufgaben im Hinterkopf, die dann noch erledigt werden müssten sonst. Für mich persönlich funktioniert das sehr, sehr gut. Ihr könnt einfach mal ausprobieren, was für euch besser klappt, ob dieses Eat the Frog First für euch besser klappt oder eben das umgedrehte Eat the Frog Last, würde ich das jetzt mal so nennen, für euch besser funktioniert. Tipp Nummer 4, teile dir deine Zeit, Ausdauer und Kraft sinnvoll ein. Es ist ja oft so, dass man am Anfang von einem Projekt oder zum Beispiel am Anfang von einem neuen Studiengang, wie es bei mir gerade ist, sehr euphorisch an die Sache rangeht und oftmals mehr macht, als man eigentlich machen wollte. Also dass man halt wie hoch motiviert ist, oder vielleicht auch, wenn ihr irgendwie gerade ein Sportprogramm durchziehen wollt, dass ihr da manchmal sogar öfter ins Gym geht, als ihr eigentlich wolltet. Das Problem dabei ist, dass diese Anfangseuphorie irgendwann nachlassen wird. Und gleichzeitig werdet ihr auch zunehmend ermüden, weil ihr ja mehr macht, als ihr eigentlich euch vorgenommen habt, und vielleicht auch mehr macht, als für euren Körper, ja, sag ich mal, aushaltbar ist. Und das resultiert dann einfach darin, dass ihr irgendwann einfach schlagartig merkt, boah, ich habe gerade überhaupt keinen Bock mehr darauf und einfach in so ein mega Motivationstief fallt. Mein Tipp
YouTube an der Stelle ist es, dass ihr euch dann bestimmte Zeiten bzw. Anzahl von irgendwas festlegt. Also zum Beispiel habe ich mir festgelegt, ich möchte nicht länger als 5 Stunden pro Tag für die Uni was machen und ich möchte auch nicht öfter als, sag ich mal, 4 bis 5 Mal, maximal 5 Mal pro Woche zum Sport gehen, denn sonst werde ich halt irgendwann einfach mit der Regeneration nicht hinterherkommen und das wollen wir ja nicht. Also legt euch einfach so einen Rahmen fest, der hilft euch zum einen, dass ihr den eben am Anfang nicht überschreitet aus Übermüdigkeit bzw. aus Anfangseuphorie und zum anderen hilft euch dieser Rahmen dann auch, wenn dann irgendwann diese Anfangseuphorie mal nachlässt, dass ihr nicht schludrig werdet und dann zu wenig macht, also weniger als ihr euch eigentlich vorgenommen habt. Tipp Nummer 5. Ihr kennt ja sicherlich alle dieses Zitat, remember why you started. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, das im Kopf zu behalten. Und was ich da empfehle, ist, dass ihr euch wirklich am Anfang von einem neuen Projekt oder wenn ihr euch irgendwie was vorgenommen habt, dass ihr euch dann wirklich aufschreibt, was eure Motivation am Anfang war, weil wie gesagt, am Anfang hat man ja meistens noch größere Motivation als dann zwischendrin bzw. am Ende des Projekts und schreibt euch wirklich auf, warum möchtet ihr das starten, was möchtet ihr damit erreichen und wie möchtet ihr euch fühlen, nachdem ihr das eben beendet habt. Und wenn ihr dann mit der Zeit in so ein kleines Motivationstief fallt, könnt ihr euch einfach diese Liste nochmal rausholen, nochmal durchlesen und euch das alles nochmal in den Kopf rufen, weil es ist wirklich manchmal so, dass man einfach seine Intention, die man eigentlich hinter einem Projekt hatte, teilweise total ausblendet, sobald irgendwas schwierig wird. Und damit das nicht passiert, müsst ihr das auf jeden Fall vorher festhalten. Tipp Nummer 6. Sucht euch Motivation bei Gleichgesinnten. Das kann entweder ein Study Buddy oder ein Workout Buddy sein, also dass ihr euch einfach eine Freundin oder einen Freund sucht, die eben auch Bock hat, mit euch zusammen Sport zu machen oder zu lernen oder eben irgendwas anderes zu machen, wofür ihr euch gerade motivieren wollt. Es ist nämlich immer einfacher, alleine zu sagen, boah, ich gehe heute nicht zum Training oder boah, ich gucke heute lieber ein bisschen Netflix als zu lernen. Aber wenn ihr verabredet seid mit einer Person, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, diese Person abzusagen. Und außerdem kann man sich so natürlich gegenseitig pushen. Also vielleicht ist an dem einen Tag der eine mehr motiviert als der andere und an dem anderen umgekehrt. Und so kann man sich dann gegenseitig so ein bisschen pushen und gegenseitig motivieren. Tipp Nummer 7. Eigne dir Rituale an, die du nur machst, wenn du eben auch die bestimmte Tätigkeit machst, zu der du dich dann motivieren möchtest. Zum Beispiel ist es bei mir so, wenn ich lernen möchte, beziehungsweise wenn ich meine Lektionen durcharbeite, dann mache ich mir immer so ein YouTube-Video an mit Waldgeräuschen und so einem plätschernden Bach- und Vogelzwitschern und ich habe meistens einen Iced Coffee an der Seite stehen und das ist für mich irgendwie so das Study-Ritual und das setzt mein Gehirn auch schon richtig in den Modus, okay, du wirst jetzt hier lernen, beziehungsweise die Lektion durcharbeiten und das mache ich auch wirklich nur, also diese Musik mache ich nur an, wenn ich lerne und so komme ich dann irgendwie schon viel, viel besser in den Modus rein und mein Gehirn weiß dann auch schon, was Sache ist und ich finde, mit solchen Ritualen fällt es einem dann irgendwie auch leichter, eine Sache anzufangen. Tipp Nummer 8, eigne dir ein Ich-kann-das-Mindset an. Dieses Ich-will-nicht, was man manchmal im Kopf hat, wenn man irgendwie an eine Aufgabe denkt, die man noch machen muss, kommt meistens von dem Gedanken, boah, mir ist das alles zu schwer. Also wenn man zum Beispiel im Kopf hat, boah, ich muss jetzt noch eine Hausarbeit schreiben, dann denkt man im Kopf, boah, das ist so viel Arbeit, das ist mir viel zu schwer, das kriege ich nicht hin. Aber wenn man sein Mindset ändert von, boah, mir ist das irgendwie alles zu schwer, hin zu ich kann das, beziehungsweise ich kann das lernen, dann wird man das auch lernen können. Denn überlegt mal, alles war für euch mal schwer, bevor es einfach geworden ist. Selbst sprechen, laufen war für euch mal schwer, bevor es einfach geworden ist. Ihr könnt alles lernen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dieses Mindset auch zu haben, damit man sich nicht selber im Weg steht. Tipp Nummer 9, belohne dich, beziehungsweise mache irgendwas nach der Aufgabe, die dir so schwer fällt, auf das du dich freust. So habe ich mich zum Beispiel früher immer zum Sport motiviert. Also mittlerweile mache ich Sport einfach super gerne, deswegen muss ich mich da an sich nicht so richtig motivieren, aber früher war das auf jeden Fall nicht so. Und ich habe mich immer mit einem leckeren Essen danach belohnt. Also jetzt natürlich nichts Ungesundes, aber einfach was Leckeres, sodass ich immer wusste, okay, wenn ich jetzt das Workout zu Ende mache, dann esse ich irgendwas Leckeres zu Hause. Und das hat mich wirklich so vorangepusht, dass ich dann einfach immer durchgezogen habe. Und ihr könnt dann natürlich alles Mögliche nehmen, was euch Freude bereitet. Also einfach, dass ihr am Abend immer eine Aktivität einplant, auf die ihr euch freut. Zum Beispiel auch, dass ihr irgendwie eine Folge von eurer Lieblingsserie weiterschaut oder irgendein Trash-Format weiterschaut oder euch einfach was Leckeres zu essen kocht. Und es wird euch dann den ganzen Tag, wenn ihr euch das früh schon klar macht, vorantreiben, weil ihr euch immer darauf freut und immer wisst, so, okay, mit jeder Aufgabe, die ich jetzt beende, komme ich dieser
dieser tollen Aktivität ein Stück näher. Tipp Nummer 10, tracke, wenn es möglich ist, deinen Fortschritt. Das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du Fitness machen möchtest, Progress-Bilder machen, also einfach immer Fotos im ungefähr gleichen Licht und in der gleichen Pose und dann vielleicht so eins im Monat machen, damit du schon siehst, wie viel du an Muskeln dazu gewonnen hast, was natürlich nicht von heute auf morgen geht. Deswegen in diesen großen Abständen und da wirst du irgendwann sehen, wow, da tut sich ja was und das ist sehr motivierend. Also zumindest war das für mich damals auch, als ich mit Kraftsport angefangen habe und dann nach einem halben Jahr gesehen habe, so wow, ich habe ja irgendwie richtig Schultern bekommen. So, das hat mich total motiviert, dann weiterzumachen. Oder was ihr zum Beispiel aufs Lernen bezogen machen könnt, ist, dass ihr euch eine Liste ausdruckt mit all euren Modulen bzw. all euren Fächern, die ihr eben im Laufe des Studiums bzw. der Ausbildung absolvieren müsst und dann immer, wenn ihr eins fertig abgeschlossen habt, die Prüfung hinter euch habt, einfach abhaken, sodass ihr dann irgendwann seht, so wow, ich habe ja schon über die Hälfte geschafft, es ist ja echt gar nicht mehr viel und das gibt euch dann auch noch die entscheidende Puste für den Endspurt, die einem dann meistens noch fehlt. Tipp Nummer 11, bleibe fern von toxischer Motivation im direkten Wettbewerb. Ich glaube, das ist eher was jüngere Menschen von euch betrifft, weil ich habe das Gefühl, dass je älter man wird, dass man sich eh nicht mehr so krass mit anderen Leuten vergleicht. Aber bei mir war das zum Beispiel damals in der Schule recht schlimm. Also ich habe nie gedacht, so ich möchte mich verbessern für mich selber, sondern so ein bisschen, oh, ich möchte halt besser als jemand anders sein. Und es ist ziemlich toxisch, sich in den direkten Wettbewerb, in den direkten Konkurrenzkampf mit jemandem anders zu setzen. Denn sobald die andere Person doch mal besser ist als du, dann fühlst du dich gleich irgendwie minderwertig und fühlst dich, als wärst du nicht gut genug. Deswegen sollte man sich eben nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern immer nur mit seinem früheren Selbst. Also zum Beispiel, wie war ich vor einem halben Jahr? Habe ich vor einem halben Jahr weniger Kniebeugen geschafft als jetzt? Ja, okay, super, dann habe ich mich verbessert. Also auch wenn es manchmal schwerfällt und schwierig abzustellen ist, versuche dich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen. Und zum Schluss noch mein letzter Tipp. Erfolg ist kein lineares Wachstum und Rückschläge gehören zum Prozess dazu. Und auch wenn es vielleicht gerade nicht so aussieht, es wird wieder nach vorne gehen, solange du dranbleibst. Wichtig ist nur, dass du immer dranbleibst und dass du deine Ziele verfolgst, denn nur dann kannst du sie erreichen.